Mittelstand, aufgepasst. Karstadt, Galeria Kaufhof, Galeria Kaufhof, Karstadt, Quelle. Man kann gar nicht mehr wissen, wie viele Namen quasi dran gehen an die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof tatsächlich. Ich kann es auch nicht mehr durchblicken, deshalb in dem jetzigen Video wollen wir das alles durchleuchten und vor allem, warum es für den Mittelstand ganz interessant ist, das ganze Video anzuschauen, weil du als Mittelständler, du kannst daraus Lehren ziehen, die dir zeigen, wie ein Verkauf vielleicht nicht funktionieren könnte oder auch, was du machen kannst, wenn du nach dem Verkauf wieder einsteigst. Deshalb bleib dran und schau dir dieses Video an. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Zamzau. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter der Otter Consult GmbH, der digitalen M&A-Beratung, die Unternehmer und den Mittelstand berät, ihr Unternehmen zu verkaufen oder die Nachfolge zu regeln. Wir beschäftigen uns immer wieder auch mit aktuellem Zeitgeschehen und das aktuellste Zeitgeschehen im Moment ist natürlich die große Insolvenz von René Benko, der Sigma Holding in Deutschland. Ein Österreicher hat es mal wieder geschafft, die deutsche Wirtschaft etwas, ich sage jetzt mal, in Unruhe zu bringen. Und deshalb ist es so, nach Wirecard, wo er auch ein Österreicher war, ist es jetzt tatsächlich René Benko. Aber ich möchte gar nicht über ihn sprechen, sondern ich möchte über Richard Barker sprechen. Richard Barker, ein bisschen unbekannter, er hat einen Investmentfonds, den NRDC, Real Estate Fonds. Und er möchte wieder, ich betone wieder, die Galeria Karstadt Kaufhof kaufen. Aber er möchte nicht alle Filialen kaufen, sondern von 92 will er nur 70. Also er reduziert ein bisschen das Portfolio und möchte auch schauen, dass er quasi konsolidiert und sich dabei die, ich sage jetzt mal, die Perlen rausholt. Warum die Perlen? Oft ist es so, dass bei großen Transaktionen, wir erleben das zum Beispiel auch bei Autohäusern, wir erleben das bei Transaktionen mit mehreren Industriestandorten, dass man natürlich gewisse Standorte hat, die dann, ich sage jetzt mal, das Unternehmensergebnis nach unten drücken, die vielleicht nicht so profitabel sind, die vielleicht auch vom Klumpenrisiko her ein bisschen zu hoch sind. Und was kannst du dir als Mittelständler, wenn du verkaufst, dabei denken? Ich kann dir einen großen Tipp geben und das ist ganz, ganz klar. Es gibt immer eine schöne Sache. Ich selber habe das auch gemacht, einen sogenannten Globalverkauf angestrebt. Aber was bedeutet ein Globalverkauf? Ein Globalverkauf bedeutet, du nimmst all deine Assets, den Betrieb, die Immobilie, die Mitarbeiter, also alles in einem oder auch deine ganzen Standorte und schnürst wie ein Paket. Das bedeutet, du schnürst ein Paket, das einen Preis bekommt, einen Preiszettel am besten. Und dann ist es so, dass man im Endeffekt schauen kann, was kriege ich dafür. Oft ist es aber so, dass wenn man die einzelnen Stücke, also sprich, wenn man einen großen Kuchen hat, die Kuchenstücke rausnimmt und die einzeln verkauft, dass man einen höheren Wert hat. Das ist genauso, wenn ich Fußballverein ein Bier trinke, dann zahle ich grundsätzlich mehr, wie wenn ich mir eine Kiste Bier daheim privat hole. Weil natürlich der Verein durch den Einzelverkauf einen höheren Profit, eine höhere Marge erzielen kann. Und genau so ist es im Endeffekt auch, wenn ich ein globales Paket habe, kann der Preis niedriger sein, wie wenn ich es wirklich einzeln bewerte und die einzelnen Assets verkaufe. Und genau so macht es Richard Barker tatsächlich. Richard Barker sagt, ich schaue mir die Assets an und ich kaufe mir wirklich nur, was ich brauche. Und dafür zahle ich vielleicht auch einen höheren Preis. Und jetzt gibt es eine weitere Besonderheit. Richard Barker, viele haben es vielleicht schon mal gehört, manche, die es beobachten oder auch sich anhören, die wissen es auch, was ich meine. Der hat schon mal Galeria Karstadt Kaufhof gekauft, tatsächlich. Und zwar 2015. Und danach hat er es 2019 an die Sigma Holding weiterverkauft. Was sagt das für dich als Unternehmer? Du kannst auch mal aus Betriebszweigen, aus Betriebsstätten natürlich aussteigen. Kannst sie vielleicht auch zu einem günstigen Zeitpunkt gewinnbringend verkaufen. Auch das beraten wir tatsächlich. Und kannst sie dann wieder, wenn vielleicht derjenige es nicht geschafft hat, wieder einverleiben zum Beispiel. Es ist natürlich nicht die feine englische Art und es ist natürlich nicht, ich sage jetzt mal so schön, aber manchmal ergeben sich tatsächlich Gelegenheiten, die funktionieren. Ich kann zum Beispiel aus einer Transaktion erzählen, die haben wir begleitet und da ging es um ein ganz, ganz großes Unternehmen und da hat der potenzielle Verkäufer von uns erzählt, er hat einen Verkauf mitbegleitet selber, also er hat das mitbekommen, da hat eine große Gesellschaft jemanden seine Läden abgekauft, also wirklich die einzelnen Läden haben für die Kauf, für die Mietverträge, für die Assets sehr, sehr viel Geld bezahlt. Dann haben die das, weil es ein Konzern war, das ist auch das Verrückte, der Konzern hat dann quasi dafür gesorgt, durch Konsolidierung, durch falsches Marketing, durch falsches Management, hat der Konzern dafür gesorgt, dass es mit diesen Läden komplett nach unten ging. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, der potenzielle Verkäufer hat damals einen Kaufpreis im zweistelligen Millionenbetrag
reich bekommen. Also sprich, wir haben da damals von 30 Millionen Euro gesprochen. Es war so, dass der große Konzern dann nach 5 Jahren oder 7 Jahren gesagt hat, boah, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, meine Strategie ist gescheitert, ich verkaufe es dir wieder zurück. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat es dann zurückgekauft für einen Bruchteil des Geldes, hat wieder seine Maske oben drüber gesetzt, hat aber schon seine Schäfchen alle im Trockenen gehabt im Endeffekt und hat das Unternehmen wieder erfolgreich gemacht und hat jetzt wieder die Läden aufgemacht. Und das hat es für unseren Verkäufer damals bedeutet. Ich habe ihn auch beruhigt. Ich habe gesagt, du, wenn du jetzt verkaufst und in 5 Jahren fährt der potenzielle Käufer gegen die Wand oder in 5 Jahren hat der potenzielle Käufer vielleicht auch keine Lust mehr und verkauft es wieder an dich oder wie deine Expertise, wie deine Beratertätigkeit, dann mach doch mit. Und genau das haben wir dann gestrickt, nämlich. Und zwar hat er verkauft und hat einen Beratungsvertrag über 3 Jahre bekommen, der so gut vergütet war, dass sein Kaufpreis dadurch nochmal maximiert wurde. Das bedeutet im Endeffekt für dich, der eigentliche fixe Kaufpreis ist manchmal gar nicht das Ende der Fahnenstange, sondern du kannst das Ganze noch nach oben leveln. Und jetzt, wie war das bei Richard Barker oder wie ist es bei Richard Barker? Richard Barker ist unter anderem auch wie gesagt, bekannt, er kauft sehr viele Immobilien, sehr früh angefangen, hat von seinem Vater zwar auch geerbt und ist damit eingestiegen, hat aber eigentlich immer sein eigenes Business aufgebaut. Er hat zum Beispiel mit 15 ein eigenes Unternehmen gehabt, wo er Premium Catering begonnen hat, natürlich mit der Hilfe des Vaters ein bisschen, aber tatsächlich, er war schon unternehmerisch tätig. Und das große Geschichte an der ganzen Sache ist einfach, er kann jetzt Rosinen picken. Kann sich die besten Karstadt-Kaufhof-Läden rausnehmen, kann die vielleicht wieder gewinnbringend machen. Und eins muss man nämlich auch sehen, ne? Galeria Karstadt-Kaufhof, das KDW des kleinen Mannes. Das bedeutet, da gerade in den vielleicht so kleinen Städten, in den größeren Städten, da ist es immer noch beliebt und die Leute verbinden immer noch auch nur mit dem Standort was. Wenn ich jetzt überlege, bei uns in Heidelberg, wir haben 2 Galeria Karstadt-Kaufhof, und da war es tatsächlich so, es gibt ein Gebäude, das ist einfach bekannt dafür, dass es Galeria Kaufhof ist und da geht man rein, da kauft man seine Sachen, da macht man das. Die kann man zum Beispiel dann erhalten, weil sie vielleicht gewinnbringend sind, weil sie ein Wahrzeichen sind, weil man immer damit das Ganze, sage ich jetzt einfach mal, verbindet. Und du als Unternehmer solltest es immer wissen. Jetzt denkt ihr euch, jetzt mache ich aber das Rosinenpicken, jetzt kriege ich keinen Globalverkauf hin, ich will ja alles loswerden. Das ist manchmal nicht unbedingt die, ich sage jetzt mal, beste Variante natürlich, wenn man es global loskriegt. Man trennt sich gedanklich, man hat alles weg, man kriegt vielleicht 1,2 Millionen weniger oder 100.000 weniger oder 200.000 weniger. Was mache ich dann mit dem Rest so? Und jetzt kommt das Lustige ins Spiel. Der Richard Barker möchte es kaufen, aber er hat noch einen zweiten Konkurrenten bekommen. Und zwar, und jetzt werdet ihr alle euch wundern, IKEA. IKEA hat eine neue Strategie entwickelt. IKEA möchte mit sogenannten Concept Stores oder Planungsstores in die Innenstädte gehen. Das bedeutet, die wollen in den Innenstädten quasi auch der Stadtbevölkerung diese Möglichkeit bieten. Ich plane meine Küche, ich plane mein Büro, ich plane mein Bad, ich plane alles und ich kriege es dann geliefert oder ich nehme Kleinteile zum Beispiel mit, also sogenannte Concept Stores. Jetzt haben die zum Beispiel auch gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass sie auch gewisse Galeria Karstadt Kaufhofläden nehmen können. Und jetzt wäre doch das krasseste, beziehungsweise wie toll ist das jetzt für die Verwalter, also Insolvenzverwalter der Sigma Holding, zu sagen, jetzt einen Globalverkauf kriege ich an den Richard Barker nicht hin, der will nur 72. Jetzt kann ich aber vielleicht 40 oder 50 an den Richard Barker verkaufen und kriege die anderen von 90 fast Filialen, kriege die anderen Filialen vielleicht sogar an IKEA hin, weil die natürlich sagen, ja, wir wollen natürlich nicht den Schrott, den der Richard Barker nicht genommen hat, sondern wir wollen auch ein paar gute. Und so kannst du einen perfekten Mix hinkriegen, um dann vielleicht sogar deinen Wunschkaufpreis zu bekommen. Natürlich, im Fall der Sigma Holding muss ein Insolvenzverwalter versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Aber was ziehst du daraus? Für dich musst du daraus ziehen, erstens, lass nicht so weit kommen, wie René Benko. Zweitens, prüf immer vorab, am besten mit einem Berater, der dich berät und der dir auch mal deine Assets wirklich in einem Diagramm, in einem Kuchendiagramm, vielleicht auch mal einfach auf einem Blatt Papier, auf einem DIN A4-Blatt einfach zeigt und du bewertest die einzeln. Jedes Asset für sich, die Immobilie, den Betrieb, dein Maschinenpark, deine Patente, deine Marken, deine Mitarbeiter, vielleicht auch dein Wachstum, das du potenziell hast. Und dann schau an, ob vielleicht ein globaler Verkauf auch von deiner Mentalität her machbar ist oder ein einzelner Assetverkauf. Also wirklich das Rosinenpicken beginnt und du dann einfach sagst, die letzte Betriebssparte, die schließe ich dann zum Beispiel.
Und dafür, da sind wir da, die Otter Consult. Wir machen genau das. Wir helfen Unternehmern, nicht nur durch unsere Lernplattform, sich selbst das Ganze beizubringen, also selber die Analyse zu machen, selber die Bewertung durchzuführen, sondern wir machen das auch persönlich und nah. Deswegen sind wir 2.0 M&A-Berater, weil wir beides kombinieren, das Digitale und das Persönliche. Und wenn du da Interesse hast dran und ganz genau auch wissen willst, wie du dein Unternehmen bewerten kannst, wie du in den nächsten 2 bis 5 Jahren vielleicht sogar deinen Gewinn steigern kannst, wie du einen Käufer findest und nicht einfach dastehst und kurz vor der Insolvenz bist, dann musst du dich hier unter dem Video eintragen unter www.otterconsult.de und da kannst du alles erfahren und mit mir sprechen, wie wir zusammen deinen Unternehmensverkauf und deine Nachfolge planen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Auf der Seite gibt es wieder das letzte Video und aus unserer Mediathek. Schau dir unsere Videos an, sie sind aktuell, sie geben Wissen weiter und sie sind interessant für jeden Unternehmer aus dem Mittelstand.